So, nach den letzten traurigen Versuchen, nochmal eine vernünftige Aufnahme hinzubekommen, wage ich mich jetzt doch nochmal an das Ganze und starte eine neue Runde World of Warcraft. Ich wage ja eigentlich gar nicht, hier nochmal Verlies und die Schwarze Grotte anzumelden, aber wir sind heute mal wagemutig. Und weil mir das nicht reicht, werde ich mich auch noch für das Sarati-Becken anmelden. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir einen Invite finden. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter questen, allerdings darf ich auf keinen Fall Level up werden, weil das wäre nicht so nice. 15 Minuten Sarati-Becken, Dungeon Browser. Noch keine Zeit, noch keine feststehende Zeit. Ich bin außer Reichweite. Ja, auch hier wieder. Wir müssen dieses komische Camouflage-Dings benutzen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Oh, hier, ein bisschen aufpassen. Gott, wo war denn dieses Camouflage-Zeug? Use your Camouflage Ability on. Holdbar. Hä? Guck mal, es ist schon wieder allzu lange her, dass hier ist es. Ich wollte doch schon sagen. So. Getarnt. Und dort hinten sind die Gefangenen, die wir befreien müssen. Manchmal gehen Ablenkungsmanöver auch ins Auge und lassen die Orks misstrauisch werden. Oh, scheiß drauf. Wir öffnen einfach dieses verdammte Schloss und dann fertig. Zack. Quest beenden. Fein. Dann geht's jetzt. Ich dachte gerade, unsere Verstohlenheit wäre weg, aber das war ja Blödsinn. Also ich muss euch gleich sagen, ich mache mir sehr wenig Hoffnung für unseren Dungeon Browser. Was fliegt denn da oben für ein Drache rum, Na. Drachenreiter des Schwarzfells. Nita. Und schnell wieder ein Vanish. So, wie kommen wir da jetzt am besten rein? Ablenkung. Jetzt funktioniert es auf einmal mit der Ablenkung. Letztens hat das mal nicht geklappt. Den hier schläfern wir ein. Mit Chloroform. Und jetzt hier einfach die Bombe hinlegen, oder was? Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben. Oh, hier sind auch noch Orks. Oh. Einmal. Och. Doch, das ging ja relativ easy. Mussten wir die nicht mal. Er hat mich entdeckt. Halleluja. Ja. Komm, wir versuchen ihn mal. Der macht zu viel Damage. Hast du keine Chance. Einfach keine Chance. Jetzt müssen wir hoffen, dass der möglichst schnell. Oh Gott, bitte, komm nicht näher. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott, komm schon. Ach, Glück gehabt. Das ging gerade noch mal gut. Hier ist der nächste Punkt, den wir hier sprengen müssen. Am besten hier auch wieder eine Ablenkung. Zack.
Zack. Oh. Das war ein bisschen nah. Ja, ihr seht selber. Unser Dungeon-Browser, ich werde das morgen nochmal zusehen. Ich werde heute 15 Minuten aufnehmen und dann werde ich morgen zusehen, dass ich dann nochmal offscreen so lange warte, bis ich dann den Invite bekommen habe, weil ich möchte es einfach gern mitnehmen. Es wäre sonst echt schade drum. Let's Play Channel. Es wäre einfach schade drum. Das kann ich auch absetzen. Wir können jetzt ja mit unserem Mount weiter reiten. Hier ist ja unsere kleine Basis. Auch mit Katar neu dazugekommen. Quest beenden. Oh Gott, ich bin fast Level up. Okay, kleine Videosequenz. Wir sehen hier, wie unsere Explosionsladungen hier gerade in die Luft fliegen. Ich weiß noch nicht, wie sie ausgerechnet hier ihre Wirkung zeigen, weil ich habe sie eigentlich nur hier platziert und dort. Aber auf dem Stein hier oder auf dem... Oh, 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 oh. Ja, das ist natürlich eine extreme Wirkung. Seid gegrüßt. Aber viel wichtiger, die Belohnung. Und das ist natürlich wieder leider nur Crap. Dunkle Turm annehmen. Enter the Cave. Wo muss ich denn hinfliegen? Ach so. Gut. Also einmal zum Imaru-Lager. War das Imaru-Lager hier? Oder hier? Ne, hier ist es auch. Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade, ich bin falsch geflogen. So. Am besten hier... Ist hier eine Brücke? Muss ich nicht durchs Wasser? Die ist kaputt. Nice. Wonderful. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Hier. Einfach übers Wasser. Ist wohl die beste Möglichkeit. Auf der anderen Seite sind ein paar Murlocs, aber auch ein paar mehr Murlocs. Ich hoffe, die mounten mich gleich nicht ab. Ansonsten möchten nicht hier gegen alle Murlocs auf einmal ankämpfen müssen. Ach, das geht ja. Oh, oh, Silber da, Silber. Silbererz. Es gab sogar 440 EP. Ist eine schöne... Oh, hier ist noch eine Kupfermine. Ist eine schöne Erweiterung, dass Blizzard das so eingeführt hat, dass man jetzt für das Abbauen von Materialien, seien es jetzt Blumen, Minen oder Leder, ja, dass man dafür EP bekommt. Wenn auch nicht viel, doch einen kleinen Betrag. Dass es einfach noch schmackhafter für die Leute ist, diese Berufe mitzuskillen. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Was ist das denn hier für ein ausgestorbenes Lager? Hm? Keshans Posten. Könnte auch Facing sein. Vielleicht sind hier später noch zu einem späteren Geschichtspunkt. Vielleicht siedelt ja noch hier die ganze Kompanie vom Windtal hier hin um. Ja, könnte ja sein. Aber wir wollen jetzt hier nicht blöd rumrätseln, sondern hier das Ganze mal ein bisschen vorwärts treiben. Oh hier, komm. Tagi. Ein bisschen, es ist immer wieder eine Ungewöhnungssache.
Weil der letzte Part ist jetzt ja schon wirklich fünf Tage her, dass ich einen aufgenommen habe, weil echt die Stellen, die ich da erlebt habe, die haben mir vor allen Dingen der letzte Part, der hat mir echt die Stimmung versaut. Was? Das kann ich aber nicht dulden. Danke. Go to Rotkammgebirge. Ja, hier bin ich richtig. Hier ist er. General Fangor. Der war früher mal woanders, glaube ich. Hat sich ein bisschen zurückgezogen, der Gute. Der war früher mal hier, ja. Haben sie ihn wohl vertrieben. Na, execute. Und bam. Schlüssel von Il'Galar. Das kann ich ihn wegwerfen hier. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Weiter, Quest beenden. Tötet Großmarkus Duane. Oder Doan. Und hier, Hier sind wieder die ganzen Gnolle. Beziehungsweise hier heißen sie nicht Gnolle, sondern Schattenfälle. Ich habe übrigens jetzt mal irgendwie so ein bisschen off-topic. Ich habe mein Renderprogramm geändert. Ich habe mich lange Zeit davor gedrückt, allerdings nehme ich jetzt mit MIGUI auf. Beziehungsweise ich nehme nicht mit MIGUI auf, ich nehme immer noch mit Fraps auf, aber ich rendere mit MIGUI. Und das Ganze ist extrem zeitaufwendig, finde ich persönlich, ja, auch wenn oft viele gesagt haben, oh ja, MIGUI geht alles viel schneller, Renderzeit und so, ist Quatsch. MIGUI hat auf jeden Fall eine längere Renderzeit als zum Beispiel PowerDirector. Was ich gut finde an MIGUI ist, dass die Qualität echt 1A ist und dass die Partgröße um die Hälfte geschrumpft ist. Also während früher noch so ein WoW-Part von mir so 700 bis 800 MBs hatte, hat hier ein WoW-Part jetzt teilweise echt nur 300 bis 400 MB und das ist echt eine extreme Erleichterung für mich. Also da kann ich echt doch tatsächlich eventuell doch bei meinen zwei Parts am Tag bleiben, ohne nachts meinen PC laufen lassen zu müssen. Und dementsprechend werde ich das wohl auch umsetzen. Aber mal gucken. Ich bin jetzt gerade wir haben es den 13., ja. Ich habe eigentlich im Moment so gut wie gar keine Videos auf Vorrat. Ich habe noch drei WoW-Parts jetzt. Einige habe ich jetzt rausgehauen. Ich habe noch ein bisschen Rohaufnahmen. Mal gucken, was ich da noch rausschneiden kann. Ansonsten hänge ich mit der Produktion echt komplett hinterher. Ich habe halt einen neuen PC bekommen. Das hat alles viel Zeit gefressen. Ich habe immer noch ein paar Probleme mit dem PC jetzt. Mit Windows 8 und so. Also auch hier an dieser Stelle, ich würde es mir echt genau überlegen, ob ihr euch Windows 8 holen wollt. Also bei mir war es jetzt halt immer halt auf meinem neuen PC schon drauf. Ich hätte es mir aussuchen können, Windows 8 oder Windows 7. Ich dachte mir so nichts ahnt, ja komm, geben wir dem neuen eine Chance. Das Design ist echt toll. Die neuen Apps, die es jetzt da gibt, das gefällt mir echt gut. Der ganze Aufbau sieht echt alles sehr modern aus. Aber da gibt es so ein paar echt Macken, die ich jetzt gar nicht beschreiben kann, aber die sind nicht schön. Also ihr müsst euch einfach mal so ein paar Videos bei YouTube ansehen, wenn ihr wirklich Interesse an Windows 8 habt. Und dann bekommt ihr da so einen kleinen Eindruck. Also mein Ding ist es jetzt nicht unbedingt. So. Da unser Dungeon Poster keine Anstalten macht, dass sich hier was bewegen wird. Aradi-Becken ich jetzt eigentlich nicht mehr gehen möchte. Zu dieser späten Stunde, auch wenn ich mich angemeldet habe, war wohl ein bisschen voreilig. Wenn ich diesen Part an dieser Stelle, dann habe ich schon mal eins, was ich jetzt morgen am 14. hochladen kann, was ich auch machen werde. Und dann werde ich mal sehen, dass ich auf die Nacht vom 14. bis zum 15., ja, dass ich dort
es schaffe, die Schwarze Grotte und Verlies aufzunehmen. Ich kann es nicht versprechen. Ich habe auch noch einige Kampfgilden-Parts, die hochgeladen werden müssen. Es sind halt immer nur so ein paar Minuten, also nichts Dolles, aber steht halt auch noch offen. Wenn euch das übrigens nicht interessiert, ne, ihr müsst es wirklich nicht gucken. Es ist, hat keinerlei Story-Informationen oder sind einfach nur. Es ist eher was für WoW-Spieler, die halt Interesse dran haben und sich das Ganze mal angucken wollen. Gut, Leute, ich habe mich jetzt hier in Sicherheit gebracht. Wir machen im nächsten Part weiter und wir sehen uns dann hoffentlich morgen. Ciao.